Moin Moin und hallo. Heute wollen wir mal euren BMW der 1er Serie auf Rechts- oder Linkslenker umstellen. Wir sitzen im Fahrzeug und wollen nun nämlich mal die Lichter umstellen. Das bedeutet, wenn ihr einen Linkslenker habt, wie hier, wir sitzen auf der linken Seite, rechts ist auch noch ein Platz, links sitzt der Fahrer, bedeutet das, wir sitzen so, dass wir auf einer Straße in einem Land, wo Rechtsverkehr ist, fahren können und so auch die Beleuchtung vernünftig dann die Gegend ausleuchtet. Es ist nämlich so, dass die Scheinwerfer nicht rechts und links gleich ausleuchten, sondern es gibt so ein Gefälle da drinne, was sich dann auch in die Ecken fortlaufend nach oben wegspiegelt. Das bedeutet also, wenn wir jetzt rechts fahren, dann wird links ganz nach außen natürlich nicht so hoch ausgeleuchtet, weil der Gegenverkehr soll ja nicht gesteuert werden. Rechts können wir aber höher ausleuchten, weil dort ja eventuell nur Passanten sind, die nicht so gestört werden oder nicht so massiv gestört werden, dass sie zum Beispiel euch gegen das Auto dann laufen. Das passiert ja weniger. Wenn wir aber jetzt mit einem Linkslenkerfahrzeug, also das geht auch natürlich andersrum, wenn ihr ein Rechtslenkerfahrzeug habt, dann seid ihr prädestiniert für Linksverkehr. Wenn ihr aber jetzt mit einem Linkslenkerfahrzeug dann nach Großbritannien zum Beispiel fahrt, ne, da gibt es dann nämlich Linksverkehr. Das bedeutet, ihr fahrt auf der linken Seite und eure Beleuchtung ist nämlich dann nicht auf den Linksverkehr eingestellt. Und das können wir ganz einfach erledigen. Wir sitzen im Fahrzeug, das Fahrzeug ist noch aus. Wir drücken hier einfach mal die Anschalttaste. Jetzt bootet das System. Nun können wir mit dem Control-Freund uns hier hin und her bewegen, auswählen mit drücken. Jetzt gehen wir also in unseren Monitor oder auf unserem Monitor und können hier auf mein Fahrzeug gehen. Das könnt ihr auch touchmäßig machen. So, Fahrzeugeinstellungen, dann Licht auswählen und jetzt geht's los. Innenbeleuchtung? Nee. Außenbeleuchtung? Jo. Das heißt, wir wollen uns um die Außenbeleuchtung kümmern. Und dort steht schon, cool, hier ist es ja schon, rechts, links, Verkehr. Ne? Rechts, links, Verkehr. Jetzt nur in Ländern mit geänderten Fahrtrichtung, Rechts- bzw. Linksverkehr, aktivieren. Bei geänderten Lichtverteilungen sind die dynamischen Lichtfunktionen eingeschränkt verfügbar. Das ist dieses Kurvenlicht etc., ne, das sozusagen, dass in der Seite dann die Seite, wohin wir dann uns bewegen, mehr ausgeleuchtet wird, als wo wir uns nicht hinbewegen. Das heißt also, die dynamischen Fahrpakete sind dann nämlich auf rechts oder links angepasst. Dieses Fahrzeug ist ein Linkslenker, das heißt, wir sind prädestiniert für Rechtsverkehr. Hier, da, das ist der Standard. Einfach draufdrücken, dann ist er eingestellt. Wenn ihr jetzt nach Großbritannien wollt und seid im Rechtsverkehr unterwegs, fahrt aber nach Großbritannien als Beispiel, dort ist Linksverkehr, dann schaltet ihr hier einfach auf Linksverkehr um. Job's done. Dann wird sich nämlich eure Beleuchtung anpassen. Jetzt können wir, obwohl wir links sitzen, uns genauso blendend mit den anderen unterfahrenden Freunden auf der Straße einig werden. Wenn wir dann wieder zurück in Deutschland sind oder in einem anderen Land, wo der Rechtsverkehr ist, gehen wir wieder hin. An der Grenze macht man das. Dann wieder da rein. Auf Rechtsverkehr umschalten. Seht ihr, ich kann hier switchen zwischen Links- und Rechtsverkehr. So ist es dann. Jetzt können wir wieder auf Home gehen und sind wieder ganz normal als Linkslenker unterwegs in einem Rechtsverkehrbereich. Ganz easy peasy, oder nicht? Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.